Die Akademie der Künste Wien bittet jetzt um Mithilfe der Zuschauer von Kulturreport. Denn bis zum heutigen Tag konnte der brutale und hinterlistige Zerstörungsakt nicht aufgeklärt werden, der hier am Schillerplatz Anfang September geschah. Über das Dach der Akademie gelangte ein unbekannter Täter zum Trakt, in dem die Malprofessoren ihre Ateliers haben. Der Täter kannte sich in der Akademie bestens aus. Ziel war das Atelier von Professor Arnulf Rainer. Arnulf Rainer ist weltberühmt für seinen Drang zum Übermalen. Schon als 23-Jähriger hat der Künstler fremde Bilder unerlaubt übermalt. Tabus kennt Rainer nicht. 25 unversicherte Bilder fielen jetzt im Anschlag des Vandalen zum Opfer. Sie wurden radikal mit schwarzer Farbe übermalt. Nur Rainers Signatur wurde verschont. Eingeschweißt in Folie und durch Kohlendioxid geschützt, werden die Bilder von Rainers Assistenten aufbewahrt. Das Trocknen der Farbe des Kunstzerstörers muss verhindert werden. Der Schaden liegt bei über 3 Millionen Mark. Hamburg, September 1997. Aus Wien kommt ein Text. Der Text ist die Kopie eines Bekennerschreibens, das ein Jahr nach dem Anschlag gegen Arnulf Rainer in Wien auftaucht. Ein antimodernes Manifest voller Anspielungen, Zitate und Verweise, das die Aktion in der Akademie zu begründen versucht. Der Text ist interessant und macht Lust, ins Spiel einzusteigen. Wer übermalte den Übermaler? Weshalb wird gerade Arnulf Rainer 1989 mit einer Einzelausstellung im New Yorker Guggenheim Museum ausgezeichnet, als Anschlagsziel ausgewählt? Der Maler ist eine Hauptfigur im Spiel. Das Spielfeld beginnt sich abzuzeichnen. Der erste Zug. Ich war am Land und bin angerufen worden. Ich habe es eigentlich zuerst nicht geglaubt und bin natürlich dann sofort nach Wien gefahren, direkt ins Polizeipräsidium, um dort Fragen zu beantworten. Naja, die Bilder vorne sind nicht verschieden zerstört. Sie sind einfach schwarz angestrichen worden und die Signatur ist als eine Art Trophäe offen gelassen worden, dass der Name noch irgendwie, also zum Beispiel das R oder das Ding. Es ist aber so, dass alle Etiketten, die hinten waren, alle Kennzeichnungen auch schwarz zugemalt worden sind. Ich kann das höchstens damit interpretieren, dass auch da ein Hass auf diese Institutionen war, die diese Bilder ausgestellt haben. Es sind ja die Etiketten von diversen Museen. Und dann war immer dieses Zeichen, ein weißer Kreis mit einem Querstrich gezogen. Und es war, ein Teil der Bilder war aber nicht so ganz zerstört und schwarz übermalt, sondern war mit Farbe hineingemalt worden, wie mit einer Korrektur. Das heißt, es war eigentlich doch von einem jemand, der eine künstlerische Empfindungsfähigkeit hat und sich in meine Bilder
hineinversetzt hat und meinte, er müsste das sozusagen verbessern. Am Anfang hat man natürlich geglaubt, das waren irgendwelche Studenten, die vielleicht also zum Teil aus Scherz und zum Teil oder aus Rache das gemacht haben, aber das hat sich schnell herausgestellt, dass das doch viel zu eine differenzierte Arbeit ist. Und als dann ein Textmanifest aufgetaucht ist, worden, das einen sehr hohen Bildungs- und Belesenheitsgrad aufgewiesen hat, ist man davon abgekommen, jüngere Leute also da als Einzeltäter zumindest auszuschließen. Eine Gruppe. Eher eine Gruppe. Der Verdacht nach rechts ging deswegen, weil der Schrift Parole hier eine Abwandlung eines Ausspruchs von Hitler ist. Und deswegen hat man gedacht, ja, der hat zumindest Hitler gelesen oder er ist zumindest in irgendeinem Konnex dazu. Und dann hat man natürlich auch so herumgehorcht, beziehungsweise sich den Kopf zerbrochen, wer hat Interesse daran, sowas zu schreiben. Und nach dem Text des Ganzen, der weist zwar nach rechts, aber eher auch sind zum Beispiel kulturkonservative oder kunstkonservative Ansichten vertreten. Und mir steht das Ganze zu nah, deswegen traue ich mir nicht, also wirklich ein eindeutiges Täterprofil zu definieren. Die Täter kommen von rechts. Das scheint durch das abgewandelte Hitler-Zitat auf einem der Bilder belegt. Späte Rache für den zweimal an der Wiener Akademie abgelehnten Studienbewerber Hitler? Als Täter verdächtigt wird auch ein ehemaliger Student Reiners mit engen Kontakten nach rechts, Christian Böhm-Ermolli. Gehört er zu der von Reiner hinter dem Anschlag vermuteten Gruppe? ...1997 attackiert einer der bisherigen Vordenker der Moderne, der französische Soziologe Jean Baudrillard, die zeitgenössische Kunst als eine banale und kommerzfreudige Avantgarde, Vorreiter einer nomadischen Weltordnung nach amerikanischem Muster. Ist Baudrillards Attacke auch Teil des Spiels, das alte Muster eines Kulturkampfs vom Anfang dieses Jahrhunderts zu wiederholen scheint? Den Kampf zwischen einer wertebewahrenden Klassizität und einer alle Werte und Bindungen auflösenden Moderne. Ist es also ein Spiel von rechts gegen links? Hamburg-Barmbek. Wenn Text und Aktion von rechts kommen, muss man dort nach den Tätern suchen. Gute Kontakte nach Wien hat Reinhold Oberlerche, ein rechter Intellektueller. Oberlerche sieht sich als Teil einer nationalen Opposition und Vordenker eines Vierten Reichs, für das er eine Weltformel entwickelt hat. Nach einer Haftstrafe wegen versuchter Republikflucht in der DDR kommt er 1963 nach Hamburg und studiert Philosophie und Soziologie. ...1968 ist er einer der marxistischen Schulungsleiter des SDS und Aktionist des Hamburger Studentenprotestes. Also im Prinzip kommt man von links nach rechts ganz einfach, indem man immer weiter nach links geht. Dann kommt man irgendwann rechts außen an. Aber das trifft ja auf mich nicht zu. Ich bin also nicht von links nach rechts gegangen, sondern ich bin als Angehöriger der Neuen Linken schon 67, also zur nationalen Fraktion im SDS gegangen und habe seitdem immer die Dutschke-Linie vertreten. Die Aufhebung der Herrschaft von Menschen über Menschen bedeutet. Dieser Maler Arnulf Reinert, wie ich also aus diesem Katalog entnommen habe, ist deswegen besonders,
provozierend, weil hier ja nochmal in gewissermaßen einer Retrospektive gezeigt wird, wie die Moderne das Antlitz des Menschen, also die Landschaft des Geistes, zerstört, die durchaus als eine schöne, also sind teilweise schöne Zeichnungen oder Fotografien von Schlangen, also an Naturschönen, wie das durch diese Übermalungen dann verhässlicht wird. Das ist das große Verbrechen der Moderne. Diesen Text, dieses Manifest gegen die Schmiragen der modernen Kunst, wie es drin heißt, den hat sicher ein junger Mann, Ende 20, geschrieben. Etwas überständiger, geisteswissenschaftlicher Doktorand, sehr belesen, aber doch mit starken literarischen, weniger wissenschaftlichen Neigungen. Und das Ressentiment gegen diese moderne Antikunst ist sehr populär, sehr verbreitet und sehr gut nachvollziehbar. Und wie ich meine, auch berechtigt. Aber bei den Ressentiments ist es wie bei den bloß rechten politischen Positionen. Es sind berechtigte Gefühle, aber keine Gefühle, die aus einer engen Lage, aus einer bedrängten Lage herausführen. Dazu gehören echte neue Gefühle, nicht nur Ressentiments, nicht nur Reaktionen. Und insofern ist das ein Text, der den Kampf um die Moderne scheinbar neu eröffnet, der schon endgültig gewonnen schien für die Moderne. Er ist interessanterweise am gleichen Ort erschienen, nämlich in Wien, wo der Angriff der Moderne auf die deutsche Hochkultur begann. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da wird der Konflikt wieder aufgenommen. Ja, Wien um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war also eine Wetterecke des deutschen Geistes, der deutschen Politik, aber eine Hochburg auch des jüdischen Volksgeistes und der jüdischen kulturellen Politik. Und in Wien wurde der Zionismus gebacken von Herzl. In Wien wurde der Antisemitismus gebacken. In Wien wurde die erste wirklich, also seit dem Alten Testament, wirklich großartige jüdische Nationalideologie gebacken von Sigmund Freud. Die Psychoanalyse ist als objektive Wissenschaft genommen völlig passé, aber als Selbstverständigung des jüdischen Volksgeistes ist sie ein fantastisches Werk. Und sie ist ihrer Natur nach, ist diese Theorie natürlich, also für unser Empfinden, pornografisch. Aber sie ist hochgradig modern und moderne fähig. Das ist sozusagen ihre wertfreie Eigenbetrachtung. Das hat noch nichts zu tun mit der in der Regel zerstörerischen Wirkung auf fremde Kulturen, insbesondere die deutsche Hochkultur. Dass das in Wien angefangen hat, der Angriff auf die deutsche Hochkultur, und jetzt der Gegenangriff auch wieder in dieser Wetterecke beginnt oder hoffentlich beginnt, wie ich hoffe, das passt irgendwie ins Bild. Die Herrschaft der Systeme überhaupt, die muss beendet werden und durch eine Wiedererrichtung der Ordnungen. In jedem Gebiet, im politischen wie im künstlerischen. Das Reich ist der Rahmen, ist der Garant dieser Ordnung. Es ist der Aufhalter des Bösen und der Zerstörung, der Aufhalter der Destruktion und der Dekonstruktion. In Wien wächst der große Kulturkampfschauplatz zwischen Geschichte und Gegengeschichte, zwischen Moderne und Ordnung heran. Welche Empfehlung hätten Sie, wohin sollte ich mich in Wien wenden? Wer könnte mir weiterhelfen, den Autor vielleicht zu einem direkteren Gespräch zu bitten? Fragen Sie Haider. Na, das ist ein dummer Scherz. Schneiden Sie lieber weg. Ich weiß es nicht. Ihn persönlich oder wie? Ihn persönlich? Fragen Sie Mölzer. Das habe ich Ihnen ja gesagt. Der Kärntner Andreas Mölzer ist ehemaliger Chefideologe der Freiheitlichen Partei Österreichs
und Anziehungspunkt für den intellektuellen Nachwuchs der österreichischen Rechten. Rainers Student Böhm Ermolli ist einige Zeit sein Assistent. Wegen seines Worts von der drohenden Umvolkung Österreichs durch Überfremdung und des befürchteten Imageschadens wird Mölzer von Parteichef Haider ins zweite Glied der Partei zurückgestellt. Wien, 8. Bezirk. Das Gespräch mit Mölzer ist im Haus der Burschenschaft Teutonia verabredet. Die Burschenschaften sind harter Kern und Nachwuchsreservoir des deutschnationalen Lagers und der Freiheitlichen Partei. Die linke Öffentlichkeit ist von Kontakten der Akademieattentäter in dieses Milieu überzeugt. Nach einer Stunde Wartens sagt Mölzer das Interview ab, leider müsse er kurzfristig nach Berlin, er melde sich aber wegen eines neuen Termins. Zurück zum Tathergang. Der Tatort, die Akademie. Am 13. September 1994 wird Rainers Assistent, der Maler Karl Hikade, dringendst in die Akademie gebeten. Tage zuvor hat Rainers Galeristin Gabriele Wimmer vergeblich versucht, die Tür von Rainers Atelier zu öffnen. Das Türschloss ist blockiert und mit Leim verklebt. Die Galeristin geht wieder nach Hause. Erst 5 Tage später lässt sie die Tür gewaltsam öffnen, entdeckt die übermalten Bilder und verständigt die Polizei. Sie bittet Rainers Assistenten zum Tatort, um ihr bei der Schadensfeststellung zu helfen. Wenn meine Information richtig ist, hat der oder diejenige die Bilder ausgesucht, die in der Guggenheim-Ausstellung waren. Also mit dem Wissen, dass sie erstens hier sind und zweitens, welches Bild dort ausgestellt wurde. Scheinbar ist das ausgesucht worden. Die sind dann später dann so aufgereiht, da sieht man sie gesammelt da liegen. Wer hat denn dieses Arrangement getroffen? Das erinnert mich eigentlich übrigens sehr an Das hat der Arnold Reiner selber gemacht, ja. Es erinnert mich übrigens sehr an eine frühe Katalogabbildung von ihm. Das hat er selber so hingelegt, nachdem er den Raum schon ausgeleert hat. Das Problem war die waren feucht. Die haben wir dann verpackt. Das war am 13. September und am 27. September hat man eben dann diese anderen, die nur leicht bearbeitet worden sind. Und die Rätsel war die, wenn das hier zugeklebt war am 8. September, wieso ist diese Farbe am 27. noch feucht und nass? Also technisch ist das jetzt eine große Fragezeichen. Das heißt, es muss noch mal jemand im Raum gewesen sein, um das zu malen? Es ist ein großes Problem, wie das passierte. Ja. Und jetzt, Sie sagten vorhin, dass diese ganze Farbe, das muss ja, müssen ja ein paar Eimer schwarze Farbe für diese Fläche gewesen sein. Und die Pinsel, dass die der Täter mitgebracht hat. Wieso eigentlich? Das ist doch ein Atelier. Ja, also da war diese Farben war nicht vorhanden. Es waren nur die Bilder vorhanden. Und wenn jemand das hier übermalt, muss er das ganze Material mitnehmen. Auch musste er wahrscheinlich was aufdecken, stelle ich mir vor. Weil sonst ist es nicht möglich, keinen einzigen Tropfen auf dem Boden zu sehen. Das ist nicht möglich. Also derjenige oder diejenige, die es gemacht haben, muss alles mitnehmen, was aufbreiten.
auch die Kenntnisse, welche Bilder er will, muss er alles mitnehmen und das Material. Das heißt, man hat sehr viel Zeit haben müssen? Keine Angst, dass... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das unter einem Tag möglich ist. Kann man nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da einer die Ruhe hat, das zu machen, einen Tag da lang. Da muss man ziemlich eine Ruhe haben. Dass jemand kommt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Einbrecher einen Tag irgendwo verbringt. Ich kann mir vorstellen, er kommt schnell und geht wieder schnell, dass er nicht entdeckt wird. Das stelle ich mir vor. Das heißt, wenn jemand durch das Fenster gekommen ist, hätte der die ganzen Utensilien mitnehmen müssen. Ist das denn praktisch und technisch möglich? Ich bin da überfragt. Da bin ich überfragt. Das heißt, er hätte hier oben durch dieses Fenster kommen müssen, oder? Da gibt es ein Fenster und hier gibt es ein Fenster. Also theoretisch, wenn beide zu sind, ist es nicht möglich. Wenn eines offen gewesen wäre, wäre es auf dieser Seite einfacher. Aber die waren beide zu, nach meiner Information. Das sind die Ergebnisse der polizeilichen... Soviel ich weiß, waren beide Fenster zu diesem Zeitpunkt, wo man aufgemacht hat, waren die beiden Fenster zu. Das heißt, es ist eine metaphysische Erscheinung, wie mit dem Spiegel ist. Man muss die Polizei fragen oder die Frau Wimmer. In Blickweite des Tatortes am vornehmen Wiener Opernring leitet Gabriele Wimmer die Galerie Ulysses. Die Galerie ist Teil des Büro Rainer, ein mittleres Wirtschaftsunternehmen, das die Bilderpreise jährlich an Nachfrage und Inflationsrate anpasst. Die Attentäter verstehen ihren Angriff auf Rainer als gezielte Aktion gegen eine Avantgarde, die ihre Revolte an den Kunstmarkt verraten hat. Wie hat sich nun das Medienecho der Affäre auf das Galeriegeschäft und das Verhalten der Sammler ausgewirkt? Und vor allem, warum lässt die Galeristin die Tür des Akademieateliers erst 5 Tage später öffnen? Und wie erklärt sie sich die gezielte Übermalung von Bildern, die im Guggenheim-Museum ausgestellt wurden? Am Abend vor dem Interview zieht die Galeristin auf Wunsch des Büro Rainer ihre bisherige Interviewzusage zurück. Aufnahmen von der Ausstellung mit Werken Rainers aus Galeriebesitz sind aber gestattet. Gemeinsam mit Fuchs und Hundertwasser proklamierte Arnulf Rainer 1959 das Wiener Pintorarium, das als Brutstätte kultureller Provokationen und als Krematorium zur Einäscherung der Akademie dienen sollte. Stark beeinflusst ist Rainer durch die Kunst der Geisteskranken und durch Drogenexperimente, die er seit einigen Jahren unter ärztlicher Aufsicht durchführt. Für ihn ist Wahnsinn das innere Feuer der modernen Kunst. Er schreibt: Voller Wahnwillen wünsche ich mir, dass Irrwelten, Fremdwesen und Neomorphismen meine Bildflächen überschwemmen. Es gibt für einen Künstler keine größere Lust, als seine eigenen Sachen zu zerstören. Das Spiel ist in eine Sackgasse geraten. Die Absprachen vorher waren anders. Warum darf die Galeristin Gabriele Wimmer auf einmal nicht mehr im Film auftreten? Läuft noch ein anderes Spiel, das so abgeschirmt werden soll?
Material aus dem Archiv der Galerie Ulysses. Akten der Sicherheitspolizei Wien, in denen auf einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Einbruch in das Atelier Reiners und den Bombenattentaten einer sich Bajuwarische Befreiungsarmee, abgekürzt BBA, nennenden Terrorgruppe verwiesen wird. Adressaten der Bomben sind Personen, die nicht dem deutsch-österreichischen Volksstamm angehören, wie zum Beispiel die Talkmasterin Arabella Kiesbauer, oder sich zu ausländerfreundlich engagieren, wie der ehemalige Wiener Oberbürgermeister Zilk, dem durch eine Briefbombe die rechte Hand abgesprengt wird. Vermutet wird eine Verbindung zwischen der juristischen Fakultät der Universität Wien, dem Juridikum und der Akademie am Schillerplatz. Die Täter sollen ein juristisches wie künstlerisches Studium absolviert haben. Eine kleine, hochintelligente Gruppe von jüngeren und älteren Anleitern, die diese Aktionen als subtile Verhöhnung von modernen Künstlern, Juden und Zigeunern geplant hat. Merkwürdig sind die schwarzen Texttafeln, die an einigen Tatorten hinterlassen werden, und das Konzeptionelle der Aktionen. Ein Angriff auf die Moderne mit modernen Mitteln? Die BBA hat 4 Menschen auf dem Gewissen. 9 Personen wurden schwer verletzt. Der Terror wurde auch nach Deutschland exportiert. Von Dezember 1993 bis Dezember 1996 hat die BBA versucht, Österreich mit den Bomben zu destabilisieren. Es ist nicht gelungen. Die Ermittler favorisieren die sogenannte Eintäter-Theorie, wollen aber eine kleine Tätergruppe nicht ausschließen. Beide Fälle, oder ist es nur ein Fall, sind Medienereignisse ersten Ranges und halten Arnulf Reiner und die Bajuwaren der BBA monatelang in den Schlagzeilen. Österreichs einflussreiches und auflagenstärkstes Nachrichtenmagazin ist News, mit einer Auflage von 356.000 verkauften Exemplaren. News setzt den Reporter Christoph Hirschmann auf die Spur der Attentäter. Warum ich eingestiegen bin in diese Geschichte, das ist mir noch sehr bewusst. Es haben Boulevardzeitungen oder speziell eine Boulevardzeitung damals geschrieben, dass es Arnulf Reiner selber war, oder möglicherweise Arnulf Reiner selber war, der seine Bilder übermalt hat und jetzt so tut, als wäre das ein anderer gewesen. Und das hat mich ein bisschen gegiftet. Ich war immer Kulturjournalist, habe ein Herz für Künstler und habe versucht, das denen, die dieses Herz nicht haben, wegzunehmen, die Geschichte, und selber zu spielen. Weil das ist immerhin ein Professor und ist ein anerkannter österreichischer Künstler und kein Krimineller. Und da habe ich mir gedacht, jetzt recherchiere ich mal so rundherum. Wer denn das sonst noch gewesen hätte sein können? Das alte Ego des Arnulf Reiner ist ja der detektivische Mensch, der einen großen, also den das einerseits sehr, sehr zusammengehaut hat, wie man bei uns sagt, der noch einen kleinen Schlaganfall gehabt und den das sehr deprimiert hat. Auf der anderen Seite war große Lust und Spaß gemacht hat, diesem Phantom auf der Spur zu sein und zu eruieren, wer denn seine Übermalungen übermalt hat. Das war schon ein Thema, das ihn sehr interessiert hat. Und er hat sich auch mit Kriminologen getroffen, hat dann ein eigenes Täterprofil erstellt, das er mir auch dann vorgelegt hat. Also er hat da möglicherweise mehr als die Polizei
daran gearbeitet, dieses Phantom zu identifizieren. Zu dieser Zeit waren auch die Briefbomben, Attentate und also jeder, der auch Arnulf Reiner dachte natürlich, dass es da Zusammenhänge gibt. Vielleicht gibt es die, wir wissen es bis heute nicht. Jedenfalls einen ideologischen Zusammenhang mag es da schon, einen zeitgeistigen Zusammenhang mag es da schon geben. Und da das Ganze ja sehr, sehr konzeptkünstlerisch war, auch ist dieser Übergang fließend. Es wurde, es gab Schmierereien auf der, auch außen auf der Hochschule. Es wurden die Stiegen angemalt mit dem Hitlersatz, da beschloss ich, Politiker zu werden. Also das Ganze künstlerische Qualität hatte. Das sind die Übergänge von einer Briefbombe zur Beschmierung der Hochschule natürlich fließend. Also eine neue Moderne von rechts. So hatte ich den Eindruck und so mussten wohl auch die Professoren den Eindruck haben, weil sie sich irgendwie dafür interessiert haben. Sonst, also wenn ich könnte ja auch meinen, dass ein Professor, ein jüdischer Professor, den rechtsradikalen Studenten hat, dass der den raushaut oder sagt aus, du malst mir keine BDM-Mädchen. Aber irgendwo muss es da ein Interesse gegeben haben. Was kommt denn da raus aus diesen Studenten, aus dieser Jugend? Die Protagonisten der Moderne sind etabliert, werden nicht mehr als Rebellen oder Umstürzler gesehen, sondern inszenieren in der Oper, was sehr, sehr gut ist und schön ist, sind eingebürgert. Und Studenten lehnen sich von rechts auf. Zu größeren Enthüllungen hat das nicht geführt. In Ordnung sein, aber Hände weg von der Kunst. Das bringt sie noch ins Unglück. Was? Sie Idioten, Sie erkennen nicht, dass ich der größte Künstler bin! Schauen Sie, Sie haben eben kein Talent. Und das werde ich Ihnen noch beweisen. Diese Akademie ist semitisch durchsetzt. Und ich werde Sie noch in die Luft sprengen. Auf Wiedersehen, meine Herren! Die Ermittlungen der Wiener Kriminalpolizei beginnen, nachdem Arnulf Reiner Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt gestellt hat. Im Verlauf der Ermittlungen verdächtigt die Polizei den Maler und seine Galeristin, die Tat selbst inszeniert zu haben, um durch verstärkte Medienpräsenz eine günstigere Entwicklung auf dem Kunstmarkt einzuleiten. Da dort selbst war zunächst für uns nicht so Aufregendes zu sehen. Es gab keine Beschädigungen, keine Beschmierungen, keine Vandalismusakte im herkömmlichen Sinn. Es waren Bilder des renommierten Künstlers Arnulf Reiner übermalt worden. Aber in einer Art und Weise, wo wir zunächst
die Art der Beschädigung mit unserem Laienwissen nicht so ohne weiteres feststellen und eingrenzen konnten. Und es sind dann auch immer weitere Bilder, auch später, selbst vom Geschädigten erst später als übermalt erkannt worden. Also zuerst war eine kleinere Anzahl, ich glaube es war, kann man auf die Zahlen nicht mehr festlegen, jedenfalls sukzessive wurden dann weitere Bilder, die in diese Stapel ordnungsgemäß eingereiht waren, dann noch als beschädigt erkannt. Das war schon ziemlich aufwendig gemacht. Darum meine ich an sich, trotz aller Komplexität, wäre das eigentlich nach klassischen Regeln eine Sache, die man klären könnte, weil nur ein sehr beschränkter Kreis dazu fähig ist, das zu machen. Und was hat diese Aufklärung erschwert? Wir sind an diesen Kreis nicht herangekommen. Aber konkret haben Sie da auch gegen Professor Reiner und seine Galeristin, Frau Wimmer, ermittelt. Die Frage ist, wem nützt das, beziehungsweise wer hat ein Gelegenheitsverhältnis dazu? Es war ganz klar, dass der Täter nicht der große Unbekannte sein konnte, der von irgendwo herkommt, wie in einem normalen Kriminalfall üblich, sondern dass nur ein sehr kleiner Kreis in Frage kommt. Und wenn man da jetzt ermittelt, muss man sicherlich auch natürlich vom engsten Kreis, auch vom Geschädigten ausgehen und von dessen Umfeld, um da abzuklären, ob nicht da vielleicht eine Tatgelegenheitsstruktur vorhanden ist. Und gab es da Ergebnisse? Haben Sie Professor Reiner mal mit den konkreten Verdachtsmomenten konfrontiert? Wir haben ihn auch dazu einvernommen, ihn auch damit konfrontiert. Aber es ergab sich dann letztendlich kein wirklich konkreter Verdacht. Und diese starken Verdachtsmomente nach rechts von Anfang an, wie kann man die sich erklären? Gab es denn dafür überhaupt konkrete Hinweise? Die Hinweise ins rechte Lager wurden hauptsächlich von Professor Reiner ins Treffen gebracht. Und Sie haben das auch versucht zu überprüfen? Wir haben das auch versucht zu überprüfen. Wir haben auch konkrete Personen überprüft. Es wurden auch konkrete Namen genannt. Nur hatten all diese Personen ein Alibi und es konnte nachgewiesen werden, dass die genannten Personen es nicht gemacht haben können. Wieso kommt die Polizei an die Kreise, in denen sie den Täter vermutet, nicht heran? Ist das überhaupt ein Fall für die Polizei? Und läuft nur ein Spiel oder laufen mehrere Spiele zugleich? Die Anzahl der Mitspieler scheint größer als zunächst angenommen. Aber wer hat welche Rolle? Ist alles nur ein sorgfältig inszeniertes Verwirrspiel? Aber wer hat es entworfen? Wie sind die Regeln? Gibt es wirklich einen Zusammenhang zwischen den übermalten Bildern Reiners und den Briefbombenattentaten? Lesen Sie die Zeitschrift Falter, sagt mir eine Wiener Malerin. Da finden Sie, wonach Sie suchen. Die Geschichte eines Malers und Kunstprofessors, der seine eigenen Bilder schwarz übermalt. Der Malerprofessor ist kurz vor der Pensionierung und hat keine Lust, so sang- und klanglos ins Lager der Pensionäre zu treten, wie alle anderen auch. Sein Leben lang hat er mit Skandalen Aufsehen erregt. Nun ist ihm alles fad. Sein Stern am Kunstmarkt ist im Sinken
Der Furor um ihn und seine früheren Provokationen des gemeinen Publikums ist vorbei. Und auf dem Olymp der modernen Kunst im New Yorker Guggenheim Museum hat er auch schon ausgestellt. Aufstieg in die höchste Liga der zeitgenössischen Malerei. Die Ausstellung soll Visitenkarte des modernen, anderen Österreich sein und präsentiert ihn als radikalen Vertreter einer antifaschistischen Nachkriegsmoderne. Einige Bilder der Ausstellung hat der Maler heimlich verkaufen können. Da diese Bilder bei Rückführung der Ausstellung nach Österreich nun fehlen, muss der Maler hohen Zoll zahlen. Um den zu sparen, fertigen Helfer in New York Kopien der verkauften Bilder in gleicher Größe an und der Maler führt so die erforderliche Anzahl Bilder wieder nach Österreich ein. Die Kopien stehen im Atelier des Malers und müssen entsorgt werden. Dem Maler fehlt eine Idee, was damit geschehen soll. So kommt eines zum anderen. Bald erfährt die Öffentlichkeit von einem Anschlag auf Bilder des Malers von rechten Tätern und einem Zusammenhang mit den Aktionen der Bajuwarischen Befreiungsarmee. Ja, das ist doch originell, sagt der Kellner des Cafés. Respekt, guter Spielzug. Ja, mein Herr, das ist Wien. Ist es wirklich so gewesen? Ist der Fall nun klar? Eines der Attentatsbilder, hier vor der Übermalung, verkauft Arnulf Rainer mit 80% Rabatt an einen Interessenten. Über einen Zwischenhändler erwirbt ein Sammler das schwarze Bild und lässt es in Linz preisgünstig restaurieren. Linz. Was ist nun Original, was ist Kopie? Und was ist unter dem Schwarz der Übermalung? Vor 2 Jahren im Herbst kam Herr Dr. Schütz-Neder mit diesem Bild zu uns in die Werkstätte. Es war schwarz, es stammte aus diesem Attentat in Wien. Er hat es von Arnulf Rainer gekauft und fragte uns, ob wir es wieder restaurieren können. Das ist eine Reproduktion aus dem Katalog. Wir haben uns dann überlegt, was können wir machen, und sind zu dem Entschluss gekommen, dass man das strahlt. Wir haben uns dann für das Strahlgut Walnussschale entschieden, weil es nicht so aggressiv ist wie Glas.
Das war sehr spannend und wir haben die Reproduktion vor uns gehabt. Und wie wir dann gearbeitet haben, haben wir uns sozusagen verliebt in das Bild. Und es hat richtig Spaß gemacht, dass immer mehr entstanden ist wieder. Und es ist ein ganz schöner Rainer. Das ist wie eine Neuschöpfung sozusagen. Ja, es war für uns was sozusagen eine Abdeckung von einem Übermaler, eine Übermalung abnehmen und dann entsteht wieder das Originalbild. Wenn es der Rainer selber gewesen wäre, hättet ihr aber dann den echten Rainer abgetragen. Das ist richtig, ja. Habt ihr mal sowas gedacht, dass ihr eigentlich einen echten Rainer abtragt? Nein, eigentlich nie. Also für uns war, wir haben nie gedacht, dass der Rainer selbst das gemacht hat. Ist das alles, was unter dem geheimnisvollen Schwarz der Bilder verborgen ist? Das Spiel droht banal und langweilig zu werden. Das Spielfeld muss erweitert werden. Wien, 1945, die letzten Kriegstage. Das Spielfeld und die Regeln ändern sich, auch in der Kunst. Arnulf Rainer kommt 1948 aus der Provinz Kärntens nach Wien. Die Generation der Jungen ist durch den Verlust bisher anerzogener Werte verunsichert und hat Angst, etwas falsch zu machen. In Wien ist es der katholische Geistliche Monsignore Mauer, der moderner Kunst in seiner Galerie St. Stephan nahe dem Stephansdom zum Durchbruch verhilft. Von den jungen Malern, Aktionisten und Experimentalfilmern erhofft er sich eine Erneuerung der Liturgie und Revision versteinerter Schönheits- und Wertbegriffe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lust, Destruktionstrieb ist eines der wichtigsten Antriebe der materialen Aktion. Es soll alles Bestehende, das keine Wirklichkeit mehr hat, zugrunde gehen und vernichtet werden. »1961 fährt einer der Schützlinge Monsignore Mauers nach Wolfsburg. Im Rathaussaal der VW-Stadt übermalt Arnulf Rainer während der Eröffnung der Ausstellung »Junge Stadt sieht junge Kunst« vor den Vernissage-Gästen die preisgekrönte Radierung einer Kollegin. Plagiat einer 10 Jahre zurückliegenden Aktion des amerikanischen Künstlers Robert Rauschenberg. Rainer wird noch in der Ausstellung verhaftet und bedauert später vor Gericht seine Tat, mit der er die Aufmerksamkeit auf sich und seine eine Woche später in Hannover stattfindende eigene Ausstellung habe ziehen wollen. Die Ausstellung wird von Monsignore Mauer eröffnet. Und da beschloss er, Aktionist zu sein. Wiederholt der Maler 1994 eine Aktion vom Anfang seiner Karriere, letzter Auftritt eines alternden Aktionisten, hat er sich auch den Bekennertext selbst geschrieben, als sein eigener Doppelgänger.
Aber wieso dann im Text der Vorwurf, er sei mit seiner Kunst Nutznießer des Nationalsozialismus? Ein Vertreter der antifaschistischen Moderne als Nachfolger des verhinderten Künstlers Hitler? Westbahnhof. Dr. Kohlenberger, ein guter Kenner der Wiener Kunstszene und Mitarbeiter der Zeitschrift Tumult, hat den Bekennertext analysiert. Wir treffen uns im Bahnhofscafé Rosenkavalier. Ist es denn ein Spiel? Also ist es ein Spiel oder was soll das für ein Spiel sein? Naja, für Spiel ist es zu ernst. Also wir kommen wieder auf das beliebte Thema, also eines meiner Lieblingsthemen, Spiel und Ernst. Ein Thema, worüber man wahnsinnig werden kann eigentlich. Denn jedes Spiel muss ernst sein, sonst wird es ja nicht gut gespielt. Und Wittgenstein, der ja der Sprachspieler schlechthin ist, und es ist ja sicherlich nicht zufällig, dass Wittgenstein also aus Wien kommt und eine Stadt, die verspielt ist, und sich schon längst verspielt hat. Und diese ganze Geschichte spielt in einem schon längst verspielten Milieu, ist sozusagen schon eine Endphase eines Spiels, eine schlecht gespielt und schon schlecht gespielt. Eine Nachhut? Ein Nachhutgefecht. Ein Nachhutgefecht. Aha. Und insofern gehört in einer sehr geschickten Weise, vielen Dank, danke sehr, in die Rede vom Ende der Kunst, die ja hier auch sehr schön, nicht wahr, genannt ist. Das Hegels Diktum vom Ende der Kunst ist eigentlich das Thema hier. Und wenn hier steht, da beschloss er, Aktionist zu sein, dann ist das einfach der Wille zur Publizität. Der Übermaler oder der Autor des Manifests des Übermalers will wichtig sein, und wichtig kann man eigentlich nur werden, indem man auf das Tabu der Gesellschaft rührt. Das ist nicht ein inhaltlicher Anschluss, sondern das ist einfach der Wille zur Bedeutung. Aber wie hängt das nun mit dem Vorwurf zusammen, Rainer ist Nutznießer des Nationalsozialismus? Die Kunstszene, in der beschlossen wird, Aktionist zu sein, ist ein struktureller Nachfolger. Man berührt eigentlich Dynamit. Und ich glaube, wenn man da einbricht, deswegen ist ja auch das Interesse an diesem Text so groß, und ich glaube tatsächlich, dass insofern eine strukturelle Nachfolge in der gesamten Kunstszene, eine Nachfolge dieses Regimes gegeben ist. Denn das ist der einzige erlaubte, die einzige erlaubte Diktatur in diesem Land, die vollkommen akzeptiert ist und für die man zahlt und Opfer bringt. Das muss einfach so schlicht gesagt werden. Die einzige erlaubte und gefeierte gleichzeitig. Und da kann sich dann in dieser gesamten Szene, mit und ohne diesen Text, das austoben, was man in Worten und in der Rationalitätsebene und auf der gesellschaftlichen Ebene nicht einmal berühren darf, geschweige denn benennen. Und insofern hat diese ganze Problematik auch ihre politische Dimension. Das heißt also, in der Kunstszene kann man unter linkem Etikett mal so richtig die Nazi-Sau rauslassen. Entschuldigung, wenn ich störe. Es tut mir sehr leid, aber Schweinebraten ist gut, aber leider nicht. Ah. Wiener Schnitzel vielleicht. No? Ja, dann nehmen wir fünfmal das Wiener. Wiener Schnitzel mit Pommes frites. Oder wollen Sie lieber Salat dazu? Lieber Salat. Ja. Fünfmal mit Salat. Ja. Ja. Insofern ist hier ein Text entstanden, der unangenehm erinnert, dass es eine Kontinuität gibt, mitten in der behaupteten Diskontinuität.
Und zwar gerade dort, wo man sie nicht vermutet. Nämlich bei den so braven, nicht wahr, linken und antifaschistischen Künstlern. Und das ist eigentlich die schlimmste Erkenntnis, die man aus dem gesamten Kontext hier schließen muss. Es gibt eine Kontinuität, Widerwillen, Widerbewusstsein. Und im Grunde überleben wir diese Kontinuität. Und ein solcher Text ist hilfreich, eigentlich sich zu stellen und dadurch sich klar zu werden, wohin wir gekommen sind. Und dass es wirklich notwendig ist, zurück in eine Dimension. Die Frage ist nur, wie weit. Zurück in eine Dimension, aber wie weit? Bis zu den falschen Griechen Arno Brekers? Bis zu Albrecht Dürer? Oder dem Ideal der ewigen Antike? Oder zurück zur konservativen Revolution Ernst Jüngers und den rechten Wurzeln der Moderne? Wie Reiners Student Böhm Ermolli und der von ihm gegründete konservative Club. Ein gut abgeschotteter Kreis junger Wiener Rechter. Kann man sich nach Belieben eine Wunschidentität basteln, sich aus linken und rechten Bausteinen eine neue Moderne zusammenflicken? Wien, Café Hübner im Stadtpark. Haiders ehemaliger Chefideologe Mölzer ist zu einem kurzen Gespräch bereit. Er ist nebenher stiller Teilhaber eines Kunsthändlers und kommt von einer Auktion bei Sotheby's. Es gibt nicht nur in Österreich, sondern europaweit, nach diesen 70er Jahren, nach also dem Aufstieg und eigentlich bereits vorhandenen Fall dieser 68er Generation, um dieses Klischee zu bemühen, natürlich in dreierlei Hinsicht so etwas wie eine Entwicklung nach rechts. Ne? Es gibt einen rechtspopulistischen, parteipolitischen Weg, der überall plus minus vorhanden ist. Sehr unterschiedlich, das gibt es. Ne? Es gibt eine rechtsintellektuelle Strömung, auch überall in unterschiedlicher Qualität, wobei die zum großen Teil maßlos überinterpretiert wird. Ne? Und es gibt natürlich zum Dritten auch im Bereich des Irrationalen, des Terroristischen, der Gewalt, so etwas wie einen Rechtsterrorismus. Ne? Wenn zum Beispiel diese österreichische Geschichte damit zusammenhängt, so ist es eigentlich unwesentlich, ob sie originäre rechtsterroristische Gewalt ist oder ob sie nur getürkte, vorgeschobene rechtsterroristische Gewalt ist. Sehen Sie, in den 70er Jahren oder auch noch in den 80er Jahren war es klar, wenn also irgendein Geheimdienst, um da entsprechende triviale Interessen auszuüben und zu vertuschen, Attentate durchgeführt hat, hat man es als linksextreme Gewalt hingetürkt. Ne? Dann war es halt die RAF oder wer auch immer. Ne? Wenn man heute sowas macht, ne, dann türkt man es, das ist einmal eine Hypothese von mir, auf Rechtsterrorismus hin. Das heißt also,
Die gesamte dogmengeschichtliche Entwicklung ist so, da gibt es Rechtspopulismus, parteipolitisch, real, tagespolitisch, gibt es Rechtsintellektualismus und auch Rechtsterrorismus. Und wenn er nur ein Getürkter wäre, ist es doch eine innerliche Gleichzeitigkeit, ein Zusammenhang, ne, dass man das heute auf rechts hin türkt. Ob jetzt das Attentat auf die Kunstwerke des Arnulf Rainer simuliert oder wirklich ein Attentat war. Auf das kommt es nicht drauf an. Unabhängig davon, ob der Text ein Scherztext, den jemand verwirrt am Computer montiert hat, war oder ob da jemand gegrübelt hat monatelang. Ne? Es ist vorhanden und man kann es als Symptom werten. Ne? Und zwar als Symptom für etwas, das es wirklich gibt. Ne? Man kann jetzt nicht verlangen, dass der Arnulf Rainer zu den Aquarellen seiner frühen Jugend zurückkehrt. Ne? Ob das also für den Kunstmarkt und für die kulturelle Entwicklung oder Entwicklung der Malerei sinnvoll wäre, lässt sich ja mit Recht bezweifeln. Ne? Aber irgendwo ist es doch so, dass in unserer Zeit der Bedarf, das Bedürfnis des Menschen, wieder festen Boden unter den Füßen zu gewinnen, da ist. Ne? Es lässt sich also in der Globalisierung auch der Kunst und der Gefühle und im Drogenrausch auf Dauer Kultur nicht weiterentwickeln, Kunst nicht weiterentwickeln. Davon bin ich überzeugt. Kann man denn aus der Moderne aussteigen? Geht das denn? Kann die Rechte aus der Moderne aussteigen? Ob man kann oder ob man tut, das ist die Frage. Ne? Und ob sich jemand findet, ja, da bin ich nicht berufen, das zu schildern. Das ist die Frage, ob es Leute gibt, die kreativ, mutig und unabhängig genug sind, das zu tun. Ob sie sich den Luxus gegen eine Kulturmafia, die es also jetzt rein auf staatlicher Ebene gibt, wo also Kultur... Sind die Aktionen der BBA und der Akademie-Aktionisten also getürkt? Fakes? Simulationen? Ideologisches Ablenkungstheater und Verwirrspiel, um so in Ruhe handfesten ökonomischen Interessen nachgehen zu können? Geht es gar nicht um links oder rechts, sondern nur um ich? Aber wer ist dieses Ich? Und die Resultate der Aktionen sind nicht simuliert oder virtuell, sondern real. Real wie die Ängste und Wünsche, auf die sich die Aktionisten beziehen können. Angst vor dem Verlust der eigenen Identität und Sehnsucht nach Reinheit und Abgrenzung vor allem Fremden. Konkret vor dem Strom von Flüchtlingen und Asylanten, die nach dem Zusammenbruch des Ostblocks Anfang der 90er Jahre in das Grenzland Österreich kommen. Oberwart. Hier sterben 4 Roma durch eine Bombe der BBA. Die Bekennertexte zu den Anschlägen spielen mit Versatzstücken deutsch-nationaler Geschichtsschreibung, die vor allem eines beweisen sollen: den deutschen Charakter Österreichs. Eine Frage, die ins Herz der Angst der Österreicher zielt: Wer sind wir? Deutsche? Und wenn nicht, was sind wir dann? Eine Angst, die 1938 auf dem Wiener Heldenplatz ihren Erlöser findet. Ich selber führe euch ein. Die Aktionen der bajuwarischen Befreiungsarmee sind geplant
und realisiert als historisches Rollenspiel. Dass die Befreiung Wiens 1683 vor den Türken durch die christlichen Heere des Abendlandes nachspielt. Hauptfiguren sind die Verteidiger des Abendlands, die mittelalterlichen Bombenwerfer unter Führung des Grafen Starhemberg. Gegner sind die Belagerer Wiens, die muslimischen Heere unter Führung des Großveziers Kara Mustafa. Sie symbolisieren das bedrohliche Fremde und die befürchtete Auslöschung einer deutschen Identität Österreichs. Nach den historischen Aufmarschplänen der christlichen Heere zur Entscheidungsschlacht bestimmt die BBA Aufgabe und Empfängeradressen der Bomben. Er findet fingierte Absender und ordnet diese entsprechenden Zielpersonen zu. Das Spiel ist ein aktionistisches Gesamtkunstwerk aus militärischen, historischen und künstlerischen Elementen. Ein Kunstspiel, dessen Wirkung durch Spiegelung in den Medien noch verstärkt wird. Spielziel ist der Ausstieg aus einer zerstörerischen und ortlosen Moderne und die Rückkehr zu einer Ordnung, in ein neues, altes Reich, als Rahmen und Garant dieser Ordnung. Wien ist die alte kultische Hauptstadt dieses Reiches. Hier werden heute noch in der Schatzkammer der Wiener Hofburg die Insignien dieses Reiches verwahrt. Für die Aktionisten der BBA hat Kärnten eine besondere Rolle im Spiel. Die alte karolingische Ostmark ist das Symbol der historischen Grenze dieses alten Reiches. Die Bergkette der Karawanken ist seit jeher eine blutige, steinerne Mauer gegen den Ansturm alles Fremden. Arnulf Rainer verbringt in Kärnten am Lenksee einen Großteil seiner Kindheit und Jugend. Hier lebt heute noch ein Teil der Familie. Ja, ich kenne den Arnulf Rainer deshalb, weil er mein Cousin ist. Deutsch-national-liberal, das waren wir. Und dadurch sind wir ja von zu Hause ideologisch ziemlich gleich aufgewachsen. Ein bauernverbundenes, echtes Bauerngeschlecht ist Rainer Mente. Und dadurch ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich auch in der heutigen Zeit noch immer diese Werte weitertrage oder hochhalte. Er war ein guter Sportler. Und dadurch, als er dann in die höhere Schule kam, mit 10 oder 11 Jahren, in das Gymnasium nach Dreiskirchen. Das war eine Eliteschule und dort hat sich Arnulf besonders
durch gute Sportleistungen hervorgetan. Ach, die ist so hübsch, die Sommerbekleidung. Warte sie, das ist seine. Nur siehst du, jetzt habe ich sie nicht. Die muss aber da noch drinnen sein. Das gibt's ja nicht. Doch, da sind noch ein paar Bilder. Das ist die Sommerbekleidung, bitte sehr. Adolf ist, als das Kriegsende war, zum Seekugel gekommen und hat dort sehr stark sich mit der Malerei beschäftigt. Zeichnen, Malen, Grafiken. Ja, sehr brav noch zur heutigen Zeit. Sehr brav, sehr schön. Und dann ist bemerkenswert noch, das hat er allerdings getan, im Dezember 59, das hätte ich schon gern drauf, weil das wird niemand mehr haben, seine Vermählungsanzeige. Anzeige, bitte, Herr Dambeck. Wer ist denn Frau Frankfurter? Die Frau Frankfurter war die Sekretärin in der Stephansgalerie bei Monsignore Maurer. Ja, er hat erkannt, dass der Monsignore Maurer hat ja die neue Kunst sehr gefördert. Und das hat er sofort erkannt. Nur, wenn ich jemanden, einen Protektor habe, komme ich weiter. Das wissen wir alle. Und in der Kunst ist es gleich. So war es. Und was habe ich dann noch vielleicht, was wichtig wäre? Ich habe vielleicht auch noch eine Frage, ja? Weil Sie gerade diese Zeitung gezeigt haben. Ja? Er ist ja viel in der Zeitung gewesen und es gab jetzt eine Geschichte, da ist ja, sind ja 30 Bilder von ihm übermalt worden. Ja, er hat uns, als vor ein paar Jahren die Grabstätte-Einweihung seiner Eltern, die in Klagenfurt beerdigt waren, anlässlich dieser Feierlichkeit ist die gesamte Familie zusammengekommen. Und da, 95, und da hat er, war das gerade diese Hemdbruch und Übermalung. Wer kann sowas machen? Also wer wurde ja viel gerätselt. Ja, ja, man hat ja gesagt, da sind ja zweierlei. Er könnte es selbst gemacht haben und so. Und da hat er ja gesagt, ja, um Gottes Willen. Aber wie überall im Leben, man hat nicht nur Freunde. Und so kann es ja auch da passiert sein, nicht wahr? Oder es gibt Leute, die das gemacht haben, was weiß ich als Laie, dass er noch berühmter wird. Ich weiß es nicht. Wer? Sein Agent? Ein Manager? Ich weiß es nicht, sage ich. Also so wurde es gesprochen. Aber in erster Linie natürlich sagt er, woher hätte ich eine Veranlassung, das zu tun? Denn wir wissen ja alle, als lebender Künstler, als Österreicher, durfte er ja in New York, in dem Wiesenthal-Museum, ist er ja ausgestellt. Für uns nicht rühmlich, aber immerhin, was die Berühmtheit anbelangt. Wieso nicht rühmlich? Wiesenthal. Wiesenthal? Sie wissen ja, Wiesenthal. Schauen Sie, wenn ein Volk den Krieg verliert, dann kommen Strömungen herein, die artfremd sind des vom eigentlichen Volk her. Die strömen. Und das war auch in der Kunst so. Es hat zwar immer eine entartete Kunst gegeben, aber in Maß, aber dass diese entartete Kunst für meine Begriffe so stark gefördert wurde, das ist wohl eine Zeiterscheinung, meiner Meinung. Einflüsse von außen, das ist meine Meinung. Und da dauert es halt oft eine Generation, bis sich wieder etwas entgegensteuert.
Aus Wien kommt ein anonymer Brief. Ein Artikel über die Beerdigung von Christian Böhm Ermolli. Wenn die Guten nicht kämpfen, siegen die Bösen. Was sind das für Treffen und Zusammenkünfte? Wo ist der Zusammenhang zum bisherigen Spiel? Böhm Ermolli ist fasziniert von allem Militärischen und der Idee vom Gesamtkunstwerk, für das er sich verschiedene Bausteine zusammensucht. Kunst ist für ihn Krieg und Krieg ist für ihn Kunst. Techno, die Droge, um beides miteinander zu verbinden. Rauschersatz für fehlende echte Stahlgewitter. ...1994 erregt in Wien ein Text Aufsehen, in dem Böhm Ermolli Hitler als Konzeptkünstler bezeichnet. Artdirektor eines Gesamtkunstwerks, wo nicht mehr Leinwand und Farben, sondern ein ganzer Staat, Armeen und aufwendige Inszenierungen die künstlerischen Mittel sind. Ein radikaler Künstler, der mit dem Hakenkreuz ein Symbol für die Corporate Identity aller Deutschen schuf. Dem konkurrierenden Krukenkreuz des faschistischen österreichischen Ständestaats konzeptionell überlegen. Bei einem der Väter des Wiener Aktionismus, bei Peter Weibel, hier 1968 bei der Aktion Kunst und Revolution, beginnt Böhm Ermolli 1985 ein Studium der neuen Medien, angezogen von Weibels konzeptioneller Radikalität. Und dann beschloss der Aktionist zu sein. Das heißt, es wird eine Art Politik gemacht. Es ist sozusagen, es geht über das Künstlerische hinaus. Es versucht jemand politisch einen Akzent zu setzen gegen eine bestimmte Stellung. Das heißt, hier wollte jemand protestieren in einer Aktion, eine Art quasi, könnte man fast sagen, militärischen Aktion, wo die Vormachtstellung Rainers in der österreichischen Kunstszene sozusagen zu unterminieren. Und auch dazu mit verbundenem Bilddenken. Er wollte quasi sagen, also diese Geste der Auslöschung ist ja nicht nur eine Kunststrategie, wie gesagt, von Rauschenberg bis Rainer und anderen, sondern die Geste der Auslöschung gehört zum Programm der Moderne. Jedes Manifest, das erscheint, negiert zuerst mal die Position der anderen. Es wird immer in jedem Manifest gesagt, ihr macht eine alte, langweilige, historische, obsolete Kunst, wir machen die eigentliche neue Kunst. Wir machen, das ist zur Direktheit der Moderne, gehört das, das Auslöschen des anderen. Also im Grunde ist es wieder so, ist es ein Porträt von Rainer selber, das ist das Merkwürdige. Also heißt, dieser Autor hier ist wirklich ein Double von Rainer. Ich sage noch einmal, ich bin nicht auffassend der Anhänger, dass es er gewesen ist, sozusagen. Aber der Mann, der das gemacht hat, steht ihm philosophisch sehr nahe. Das heißt sozusagen, oder steht auch Thomas Bernhard philosophisch sehr nahe. Oder ist jemand, der die Nähe gesucht hat? Oder die Nähe gesucht hat, ja. Und in dem Sinne, ist Christian Böhm gehört ideologisch in diesen Kreis hinein. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass er sozusagen er in seiner Gruppe als Täter in Frage käme, aber in diesem Sinne einer neurechten Enttäuschung der Moderne, wie sie in den Texten von Thomas Bernhard bis zu Bodo Strauß lesen kann, diese apokalyptische Anklage, wie sie auch, also Rainer, Thomas Bernhard,
Bodo Strauß, da gehört der Böhmen Molo dazu. Ja? Und dass er dann sozusagen dann tatsächlich dann in diese politische Rechte gelaufen ist, ja, das ist eigentlich nur der jugendliche Übereifer. Ne? Das heißt, da war jemand, der hat einfach gedacht, ich muss jetzt was verändern. Ne? Und bevor ich mich selbst umbringe, was er am Schluss getan hat, ja, tragischerweise, muss ich zur Partei gehen, dass ich ihm wirklich eine Philosophie der Tat, dass ich was bewirken kann. Ja? Und dass ich sozusagen die Erneuerung der Demokratie, wie er sie von rechts gesehen hat, leider, ja, die wollte dann irgendwie was bewirken. Ne? Also, aber sein eigentliches geistiges Umfeld war die Philosophie der neuen Rechten. Aber da muss ich sagen, dazu gehört ja auch, und das hört niemand gerne, gehört ja auch sozusagen die anderen Autorennamen, die ich erwähnt habe. Ne? Christian Böhm, ein Molle, war ein Student von mir, wahrscheinlich angezogen, einfach durch die Radikalität meiner Standpunkte. Und ich habe vorhin gesagt, Radikalismus per se ist kein Verdienst. Man kann als konservativer Radikal sein, ja, wie das Hitler war, ein radikaler Künstler. Ja, und man kann als progressiver Radikal sein. Also er war angezogen von gewisser Radikalität. Ich habe dann gesehen, dass er etwas wollte, auch in der Malerei, ja, dass ich ihm als analytischer Medienkünstler, ja, das, also meine Richtung, konzeptuelle, analytische, institutionskritische Analyse, das konnte ich ihm nicht geben. Ich konnte ihm nicht sondern diesen Rausch geben, diese Ekstase, dass er etwas Radikales schafft in der traditionellen Malerei. Ja. Weil bei mir war es ja mehr konzeptuelle Analyse, kritische Analyse. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, aber ich glaube, du solltest zum Rainer gehen. Ja, ja, das heißt, das ja. Gefühl hat gefehlt? Es hat bei mir das Gefühl gefehlt, sozusagen. Ja, ja. Ich war bei der Beerdigung, weil ich es ein Defizit finde in unserer Gesellschaft, ja, enormes Defizit, dass hochbegabte Leute, wie hieß der Böhmer Molle, dass ihre Kritik nicht so artikulieren können, rechtzeitig, ja, dass sie nicht abgedrängt werden. Ich sehe das so, hier war jemand, hochbegabt, der ein Defizit gespürt hat, der eine Kritik geäußert hat, die aber dann nicht angenommen worden ist. Und dadurch wurde er immer mehr, wie das berühmte Wort heute heißt, abgedrängt und ausgegrenzt. Ne? Und das heißt, die Radikalisierung, die ihm stattgefunden hat in den Jahren, hatte darin bestanden, dass er sich nicht rechtzeitig woanders artikulieren konnte. Wenn wir eine Demokratie hätten, die wirklich flexibel ist und permissiv ist, hätte der schon viel früher seine Kritik sagen können und hätte man ihn vielleicht davor bewahren können, ja, mit seiner Intelligenz, dass er sich immer mehr distanziert von der gestehenden Gesellschaft, also immer radikaler wird und immer mehr nach rechts rutscht. Dass wir Leute in unserer sogenannten zeigt, dass wir gar keine Demokratie haben in Österreich, ja? Dass begabte Leute wie Christian Böhmer Molle immer mehr gezwungen werden, nach rechts abzurutschen und dann dort so verzweifeln, ja, dass sie sich umbringen. Ja? Der Meister löscht das Programm, indem er die Polizei ruft. Der Schüler löscht das Programm, indem er sich erschießt. Wie seine Freunde steht Böhmer Molle den Ideen der neuen Rechten und deren aus Frankreich importiertem Begriff einer neuen Kultur nahe, der Theorien des italienischen Kommunisten Antonio Gramsci adaptiert. Aufgabe der Intellektuellen ist es, im ideellen Überbau der Gesellschaft, wo Werte und Moral geprägt werden, einen Kulturkampf zu führen, dessen Ziel aber nur die Revolution sein kann. »1996 erschießt sich Christian Böhmer Molle im Sterbehaus Beethovens. Am gleichen Ort wie sein Idol, der Wiener Philosoph, jüdischer Antisemit und Frauenhasser Otto Weininger. Wie er in einer stilisierten Aktion. Ein Selbstmord als ästhetische und künstlerische Geste.«
Warum erschießt sich Christian Böhm, Emily? Das fragen sich auch die Beobachter der neurechten Szene von der Wiener Stadtzeitung Falter. Klaus Zellhofer ist der Spezialist für die Briefbombenattentate. Es gibt einige Parallelen zwischen beiden Fällen. Eine Parallele ist zum Beispiel, dass beide als Kunstkonzept, als Gesamtkonzept angelegt waren. Das Attentat auf Rainer als Gesamtkonzept, wie gesagt auch die Briefbombenattentate, die also in einem Gesamtkonzept als Projekt, als Briefbombenprojekt gesehen wurde. Und es gibt in einem Bekennerschreiben zu den Briefbombenattentaten zum Beispiel den Ausdruck, dass ein Künstler sein Werk erkennt. Eine zweite Parallele sind, dass bei den Anschlägen immer wieder ellenslange Manifeste hinterlegt wurden. Das sind eigentlich eher untypische Akte bei Terroristen, dass in einer Kunstsprache abgefasste Manifeste hinterlegt werden. Und drittens hat es immer wieder personelle Hinweise gegeben. Die Fahnder bei den Briefbomben hatten immer wieder Hinweise auf eine Gruppe, die sich mit künstlerischen Themen auseinandergesetzt hat, aber auch juristisch bewandert war und hat ihr immer wieder Parallelen gefunden. Die Fahnder, sie gehen davon aus, dass es im Juridikum, im Foyer des Juridikums der Juridischen Fakultät der Universität Wien ein Treffen gegeben hat nach einer Veranstaltung. Und diese Veranstaltung soll Ende der 80er Jahre gewesen sein und es soll ein Vortrag von Reinhold Oberlercher, einem deutschen Neonazi, gewesen sein. Es war ein Vortrag mit sehr vielen historischen Bezügen, wo auch die Rolle Österreichs als Vorreiter, als eine Flanke gegen den als Südostmark angeführt worden ist, wo diese Abwehr der Fremdeninvasion auch angesprochen worden ist. Es war eine Initialzündung, nehmen die Fahnder an, um dieses Projekt, dieses Briefbombenprojekt weiter voranzutreiben und hier den endgültigen Beschluss zu diesem Projekt zu machen. Ich glaube, es ist einfach ein Spiel, man trägt ein Duell, man trägt dem Staat ein Duell an. Und der Demokratie, der Justiz, dem Apparat trägt man ein Spiel an und wartet, was passiert. Es gibt das klassische Beispiel bei der Bajuwarischen Befreiungsarmee war der Anschlag von Oberwart, der gedacht war als Spiel gegen die Entschärfer, wo man den Entschärfern eine kunstvoll gefertigte Bombe hingestellt hat, um sie zu entschärfen. Man muss davon ausgehen, die Bomben, die da gebastelt werden, sind kleine Kunstwerke. Jeder Entschärfungsspezialist sagt, da sind unzählige kleine Teile drinnen. Die Bombe von Oberwart hat zum Beispiel aus 60 verschiedenen kleinen Teilen bestanden. Das heißt, das ist ein Künstler, der hier dem Ministerien, dem Apparat ein Spiel, ein Duell anträgt. Es gibt Hinweise bei den Fahndern, dass sich ein Mitglied der Bajuwarischen Befreiungsarmee, die für die Briefbombenanschläge verantwortlich ist, umgebracht hat. Es gibt Hinweise auf eine Gruppe, die hinter den Rainer-Attentaten stehen könnte, wo sich auch jemand umgebracht hatte. Hier ist ein Ermittlungsansatz bei den Fahndern gegeben, wo sie also weiter erheben. Diese beiden Selbstmorde, sind das zwei verschiedene Personen oder ist es eine und dieselbe Person? Es gibt in der rechten Szene nur eine Figur, die sich in letzter Zeit durch Selbstmord umgebracht hat. Und das war eben Christian Böhmer-Molli. Wenn man einen Brief einwirft und dann erst später die Wirkung sieht, ist es etwas, was sicher jemand unter Druck setzen kann. Also bei den Briefbomben einen Brief einzuwerfen, aber dann nachher die Ergebnis zu sehen, wo jemand die Hand abgeschossen wird, das ist schon etwas, was eine Spannung ist, die jemanden in den Selbstmord treiben könnte. Christian Böhm-Emolli kannte alle in der überschaubaren rechten Szene Österreichs. Auch zwei der zeitweise als BBA-Mitglieder Verdächtigen. Den Ingenieur und den mysteriösen Ministerialrat. Die Behörden präsentieren einen Einzeltäter.
Der Vermessungsingenieur Franz Fuchs aus einem kleinen Dorf in der Steiermark, hier bei einer Tatortbesichtigung, soll das historische Rollenspiel der BBA entworfen, die 122 Seiten Bekennertexte verfasst und die 27 Bomben gebaut und in ganz Österreich platziert haben. Fuchs selbst bezeichnet sich als Waffenmeister der BBA und Mitglied einer Gruppe Gleichgesinnter, die das Naturrecht der Deutsch-Österreicher in Gefahr gesehen habe. Er sei Grüner. Bei seiner Verhaftung zündet er eine Bombe, die ihm beide Hände absprengt. Nach einem anonymen Hinweis an die Polizei ist Fuchs Anhänger der Lehren des Wasserheilers Viktor Schauberger, einer der ersten Grünen Österreichs. Für Schauberger ist in der Natur alles überwiegend harmonisch gebaut. Dissonante Prinzipien, Brüche und Disharmonien wie in der Kunst der Moderne kommen nicht vor und machen krank. Die Gesellschaft brauche wieder eine strukturelle Ordnung und müsse harmonikale Verhältnisse ausbilden. Denn nur wer Ordnung schaffe, habe ein Recht auf Energie. Schauberger ist eine Kultfigur, vor allem der jungen rechten Esoterik-Szene. Schon 1934 erregen seine Forschungen über alternative Energien das Interesse Hitlers. Das Schaffende und das Zerstörende bestimmen auch unsere technischen Mittel. 1943 kommt es im Auftrag der SS in Wien zu ersten Tests von Schaubergers Flugkreiseln. Sphärischen Flugkörpern, angetrieben von alternativer Energie. Die Versuche finden im Zeichen der schwarzen Sonne von Thule statt. In der rechten Mythologie, Symbol einer urmächtigen Energie aus dem All und für die SS von besonderer Bedeutung. Zum ersten Todestag von Böhm Ermolli erhalten seine engsten Freunde einen anonymen Brief. Der Text: Schöne Grüße aus dem Jenseits. Auf der Stirn klebt das Zeichen der schwarzen Sonne von Thule. Übrig geblieben von Christian Böhm Ermollis Gesamtkunstwerk ist der konservative Club. Ein Teil der Mitglieder hat wie er ein Kunst- und Jurastudium absolviert. Alle sind Mitglied der Freiheitlichen Partei Haiders. Mein Vater hat mir immer erzählt von einem jungen, erfolgreichen, sehr intelligenten Herrn, den er mir unbedingt vorstellen will, und ich soll mir unbedingt ein Beispiel an ihn nehmen. Und es kam dann mal dazu, dass ich ihn kennengelernt habe auf einem Fest meines Vaters bei uns im Waldviertel. Darf ich mal dazwischen fragen? Dein Vater ist Graf Gudenus, Oberst Gudenus? Oberst, Bundesrat, sonst was. Jo Gudenus. Und ich habe ihn dort kennengelernt, mein Vater hat mir vorgestellt. Und ich muss ehrlich zugeben, er war mir eigentlich am Anfang irrsinnig unsympathisch, weil ich immer gedacht, was ist das für eine skurrile Persönlichkeit, der
komische Sachen von sich gegeben. Also ich war damals 17, also ich habe damals geglaubt, mein Vater mir erzählt, es ist ein eher rechtsstehender Mensch. Und ich denke mal, ich habe so ein Bild gehabt vom rechten Typen und das hat voll nicht reingepasst, weil er irgendwie ganz anders war. Er hat mich dann öfters angerufen, wollte mich treffen. Und ich habe mir gedacht, warum soll ich ihn treffen? Also irgendwie passt mir nicht so ganz in mein Konzept. Aber dann irgendwie sind wir auf einen Nenner gekommen, es waren eben diese Raves. Wir sind auch militärisch eher aufgetreten, das, was aber bei Raves nicht so unüblich ist, wenn man sich ein bisschen Militärkluft anzieht. Wir sind da schon eher aufgefallen als untypische Raver, kann man sagen. Und wir haben da, glaube ich, mehr dahinter gesehen als die anderen. Wir haben dahinter gesehen Krieg oder eben das Militärische. Also man hat den Eindruck, dass die Leute irgendwas herbeibeschwören, nur weiß man nicht was. Er hat geglaubt, durch diese Musik, die ja schon irgendwie die nicht wirklich primitiv ist, wie man manchmal glaubt, weil sie mit Computer gemacht ist oder so, sondern die durch diese verschiedenen Abstufungen von Bass und Melodie, er hat geglaubt, dadurch kann man die Weltformel erfahren. Und manchmal ist er zu mir hergekommen, Joshi, ich habe die Weltformel gehört. Oder ich habe, dort hat er sie ja, und dann war er sozusagen kurz erleuchtet. Er war ja Landesjugendführer von Wien. Er war auch Assistent bei Mölzer, aber das ist der Assistent ist vielleicht eher eine ideologische Funktion. Er war Landesjugendobmann der Freiheitlichen Partei in Wien, was ja die zweitstärkste Partei in Wien ist und das größte Bundesland, also durchaus schon eine realpolitische Funktion, wo man gewissen Einfluss hat, vor allem auf die Jugend. Und er war also ein sehr umstrittener, sehr spekulativer, letzten Endes auch sehr erfolgreicher Landesjugendobmann, hat also mit jungen Leuten gearbeitet und sicher der Freiheitlichen Partei auch Jugendliche zugeführt, die von diesem normalen, altkonservativen, nationalistischen Aura, dieser Aura, die da dieser Partei zu Recht oder zu Unrecht umhängt, abgestoßen waren. Die hat also dazugeführt über Raves, wo es immer wieder Leute aufgebaut hat. Und das Ganze war eben auch als Realpolitik und Kunst eigentlich vermischt. Kann man das als so eine Art rechte Moderne bezeichnen? Mhm. Ja, rechte Moderne trifft sicher den trifft sicher den Nagel auf den Kopf. Ja, also das malerische Werk von Christian war wahrscheinlich genau das, eben eine Kritik an der aktuellen Situation der Malerei. Nur haben wir leider das Problem, dass praktisch 90% oder 95% verbrannt sind. Mhm. Er hat eben bei Arnulf Reiner studiert, hat dort Magistertitel gemacht und hat anschließend seine Werke in einer Garage eingelagert und dort sind sie ein halbes Jahr später verbrannt. Und Christian war gar nicht traurig darüber. Hat gesagt, naja, siehe da das Schicksal und es ist gut so. Aber was hat er bei Reiner gesucht? Aber wenn er jetzt zu Reiner geht? Vielleicht hat er Reiner als den Vernichter gesehen, der eben ständig alles schwarz übermalt, sodass am Schluss eben gar nicht viel überbleibt, außer schwarz. Reiners Bilder sind 1994 schwarz übermalt worden. Hat euer Freund die Bilder schwarz übermalt? Wäre gut gewesen, wenn er es gemacht hätte, aber... Wieso hat man diese Verdachtsmomente gehabt? Ja, weil er in der Klasse war und weil es eben von der Aktion her eben so auf seine Person passend ist. Ne? Aber entweder es war Reiner selber oder es war doch ein Dritter. Hat er sich denn überhaupt jetzt für die Kunst von Reiner so explizit interessiert, dass man... Nein, nicht wirklich. Und wenn, dann nur eben die kurze Zeit, wo er bei ihm studiert hat. Nachher war das völlig unwichtig. Und er hat danach sein Kunststudium, nachher das Jus-Studium fertig gemacht und da war Jus viel wichtiger. Nun hat die Polizei in der Briefbombengeschichte ja einen Täter gesucht, der sowohl ein Kunst- wie ein Jurastudium absolviert hat. War er Mitglied der BBA? Also in der Briefbombengeschichte hat der Christian mit hundertprozentiger Sicherheit nichts zu tun. Das möchte ich schon sagen, das war nicht sein Weg.
Also er hat eigentlich am letzten Tag vor seinem Tod hat er geglaubt, die Polizei wird kommen, um ihn wegen der Briefbomben zu belangen. Also jeder hat gewusst, der Christian, er war das nicht. Er hat wahrscheinlich geglaubt, da irgendwie die Polizei sucht einen genialen, intellektuellen Einzeltäter, der in vielen Sachen bewandt ist. Das könnte auf ihn passen. Das heißt, er hat sich eingebildet, die Polizei wird jeden Moment an die Tür klopfen und ihn holen. Es ist eine Zeitung entstanden, das ist der geniale Einzeltäter, das wird gesucht sozusagen. Das Täterprofil ist ja mehrmals veröffentlicht worden. Und ja gut, er war wirklich, vor allem am letzten Tag vor seinem Tod, war er wirklich total weg. Also das war, seine Freundin und ich waren zuerst bei ihm in der Wohnung, weil er hat schon in der Früh angerufen bei uns, wir sollen kommen, er bringt sich um, er will uns vorher noch was sagen. Sind wir zu ihm gekommen, haben einen halben Tag bei ihm verbracht und sind dann eigentlich durch alle Kaffeehäuser der Innenstadt gerannt mit ihm, wo er Botschaften an die Freimaurer hinterlassen wollte, sei es auf Servietten, oder so wirre Zeichen und Winkel hinterlassen. Er fühlte sich irgendwie verfolgt, also da ist total paranoid geworden. Er hat auch kurz erwähnt, er hat jetzt endlich den Weg gefunden, hat einen Befehl bekommen von oben, aber von keiner Person, sondern von etwas nicht angreifbaren, also anfassbaren. Und er weiß jetzt, wo es lang geht und so weiter. Also, wir haben eigentlich nicht wirklich geglaubt, dass er es tun wird, weil wir haben geglaubt, er will Aufmerksamkeit auf sich lenken. Und ich habe dann meistens das Telefon nicht mehr abgehoben. Und irgendwann hat mich dann die Sissi angerufen, ziemlich verwirrt, und hat gesagt, ja, jetzt hat er telefoniert, hat einen Schluck Wasser genommen und hat abgedrückt und die Leitung war tot. Was passiert da, wenn man Wasser im Mund nimmt? Ja, wenn man Wasser in den Mund nimmt. Nein. Ja, wenn man hier, wenn man das Wasser. Das ist eine K&K-Offiziers. Ja. Der Druck wird vergrößert und das ist eine. Der Druck wird vervielfacht und der Kopf ist weg. Ganz einfach. Wenn man nur mit Kugel schießt, dann ist die Gefahr groß, dass man überlebt sozusagen. Naja, gut. Das ist eine 200%ige Sicherheit sozusagen. Du weißt im Leben, mir die Liebe hat gegeben zu meiner